Als es den Ermittlungsbehörden gelungen ist, einen dringend Tatverdächtigen dingfest zu machen. Das gibt eine gewisse Ruhe, eine Entspanntheit dessen, dass ein Mörder unter den Cottbusern halt nicht mehr rumläuft, sondern erstmal in Untersuchungshaft genommen worden ist. Und es bleibt den Ermittlungsbehörden jetzt überlassen, inwieweit jetzt das Motiv des Täters, der zu dem Mord an dieser Rentnerin geführt hat, herauszufinden. Wir wissen noch nicht, wie der ganze Hergang war, welches Motiv diesen jungen Mann getrieben hat, sich an dieser Frau zu vergehen. Aber ich möchte auch an der Stelle sagen, von Seiten der Stadtverwaltung Cottbus, hier unter Hinweis auch der Ausländerbehörde, haben wir alles getan, um die Ermittlungsbehörden zu unterstützen. Sprich, die erforderlichen Aktenvorgänge sind der Kriminalpolizei übergeben worden, sollten weitere Unterlagen abgefordert werden, soweit sie natürlich auch in unseren Händen sind, werden wir diese Unterlagen auch reichen. Für mich als Oberbürgermeister der Stadt ist es ganz wichtig, nachdem es uns im Jahr 2015 gelungen ist, den Zustrom von Flüchtlingen geordnet und ich sage es auch wirklich gesittet hier in Cottbus in den Griff zu bekommen durch das ehrenamtliche Engagement vieler Helfer hier in der Stadt, aber auch durch viele hauptamtliche Kräfte. Es ist wichtig, dass wir die Ruhe hier in Cottbus bewahren, dass wir nicht pauschal jeden Ausländer als einen möglichen Täter verdächtigen, dass wir wirklich die Ruhe dahingehend auch in den Wohnquartieren bewahren, weil der Ansatz, den die Stadt Cottbus seit vielen Jahren gepflegt hat und auch umgesetzt hat, Flüchtlinge weitestgehend in Wohnungen unterzubringen, nicht in Heimen auf Dauer, hat sich bewährt. Das ist eine aus meiner Sicht erfolgreiche Methode, um Menschen zu integrieren, gerade auch Familien. Und insofern ist es mir ganz, ganz wichtig, dass die Ehrenamtler weiter uns unterstützen bei dieser Arbeit. Allein können wir, ob Sozialarbeiter, ob auch die Wohnungsgesellschaften, diese große Herausforderung, vor dem Deutschland, Brandenburg, aber auch Cottbus steht, was unter Integration von Flüchtlingen zu verstehen ist, nicht bewältigen. Ich möchte auch nochmal ermutigen, auf Ausländer zuzugehen, sie nicht abzustempeln, sie mitzunehmen. Und das zählt überall, ob in der Schule, ob in den Kindergarten, in Vereinen, in Verbänden, zu unterstützen, zu helfen. Nur ein gegenseitiges Aufeinandergehen hilft, einander zu verstehen und auch Respekt voreinander zu haben. Denn eins ist auch wichtig, Ruhe, Ordnungssicherheit ist das oberste Gebot in dieser Stunde, in diesen Tagen insgesamt für unsere Stadt. Und dem fühle ich mich als auch die Rathausspitze insbesondere verpflichtet. Für uns ist es ganz wichtig, nochmal deutlich zu machen, dass ein Einzelner, der die Toleranz, die Offenheit der Cottbusser nicht in dem Maße gewürdigt hat, wie wir es erwartet haben, nicht dazu führen darf, dass alle pauschal über einen Kamm geschoren werden. Insofern bitte ich dort auch nochmal die Cottbusserinnen und Cottbusser um Ruhe und auch Vertrauen in die Arbeit, in die sehr gute Arbeit der Ermittlungsbehörden. Danke. Einiges überrascht mich nicht, was dort, dass wer, sag ich mal, sich in der Bevölkerung umhört, weiß, wie die Stimmungslage ist. Und das andere ist, da möchte ich mich gar nicht äußern, herabwürdigen, menschenunwürdig. Das ist das, wo ich sage, diese Pauschalisierung gegenüber jedem, der etwas anders aussieht als der durchschnittliche deutsche Mitteleuropäer, sage ich mal so bewusst. Das ist das eine. Das andere, Ihre Frage war, die was auch auf der Internetseite? Achso, wir selber auf der Internetseite nicht. Wir haben auch diese Pressemitteilung nicht über Facebook verteilt, um genau, sag ich mal, die Stadt Cottbus hier nicht in Misskredit zu bringen. Wer das Facebook, man kann es weltweit lesen, dann heißt es, was leben dort für Menschen in Cottbus, weil es äußern sich immer die, die eigentlich am wenigsten gefragt sind in dieser Angelegenheit und die, die mit gutem Beispiel vorangehen wollen, ja, die sind bescheiden, halten sich dort zurück, ja, und insofern, das haben wir nicht gemacht. Ja, und sonst das Stimmungsbild, ich kann nur eins sagen, es ist momentan ruhig, wie gesagt, noch ist nichts, über das Bürgertelefon gibt es vermehrt Anfragen, aber mehr oder weniger sachlicher Natur, also mehr die Neugierde, kommt da noch was, ist da noch was. Deswegen sprach ich ja auch, dass jetzt gerade auf die Medien die Verpflichtung zukommt, zu informieren, umfassend zu informieren, das, was zu sagen gibt und das,
Was wir sagen können, mehr wissen wir dann auch nicht. Wie lange wird diese Telefonnummer noch geschalten sein? Die wurde, war eigentlich schon seit dem Jahr 2015 geschalten und wurde ja gerade, sag ich mal, in der sogenannten heißen Phase im Herbst 2015 sehr intensiv genutzt. Teilweise haben dort 4 Kollegen gesessen, um im Prinzip die Anrufe entgegenzunehmen. Zwischenzeitlich war es so ruhig, dass wochenlang manchmal gar keiner angerufen hat. Seit heute Vormittag gibt es wieder vermehrt Anrufe, aber lange nicht in dem Rahmen, wie es im Herbst 2015 war. Also genau das ist ja das, die Frage, die ich mir auch gestern gestellt habe und die wir auch sehr offen hier intern diskutiert haben. Ich kann für uns hier im Cottbus feststellen, dass wir nicht zu wenig machen. Und das ist einmal, dass wir den Betreuungsschlüssel, den der Gesetzgeber vorgeschrieben hat, ob Sozialarbeiter, Vormundschaften und so weiter, einhalten, teilweise sogar eine engere Betreuung dort gewährleisten können. Und deswegen betone ich das auch nochmal, die Unterstützung durch ehrenamtliche Kräfte aus Vereinen, aus Kirchen heraus, dort schon alles machen, was aus unserer Sicht notwendig und möglich ist. Aber eins ist natürlich auch nicht auszuschließen. Man kann keinen Menschen 24 Stunden rund um die Uhr überwachen. Dann wären wir wieder in einem ganz anderen System. Dann können wir uns über Staatssicherheit und alles andere unterhalten. Und nochmal, es hat nichts unbedingt mit der Nationalität zu tun. Das kann auch ein Deutscher gemacht haben. Und da sollte man das nicht alles nur auf die reine Flüchtlingsfrage beschränken. Ja, dennoch hat natürlich ein junger Flüchtling ganz andere Probleme als ein deutscher Jugendlicher im Cottbus. Das muss man ja vielleicht auch mal sehen. Das muss nicht unbedingt sein. Ich meine, sicherlich kann ein Flüchtling durch die Erlebnisse, die er in seinem Heimatland gehabt hat, gewisse Traumas mittragen und so weiter. Aber selbst dort sind wir ja auch vorbereitet und es ist auch klar, dass Menschen unterschiedlich reagieren. Bei einigen, auch da haben wir die Erfahrung machen können, auch bei Kindern in Schulen, dass das erst so nach einem Jahr alles aufbricht, was sie erlebt haben. Und auch dort ist die psychische Betreuung bis dato gewährleistet durch die Stadt Cottbus. Also das, was wir machen können, machen wir das schon intensiv. Und auch da sage ich, auch deutsche Kinder haben schlimme Erlebnisse in den Familien zu durchleiden. Auch dort versuchen wir eng das Netz zu knüpfen und zu spannen. Kann der Fall Anlass sein, dass Sie nochmal die Angebote, die Sie machen, überarbeiten, das Umgehen eben mit den neuen Bürgern hier in Cottbus eben nochmal überdenken, dass Sie da noch irgendwas eben mehr machen müssen, um sie hier eben in dieser Stadt zu integrieren? Auch die Frage habe ich mir gestellt und ich darf auch sagen, wir hatten ja in der vorvergangenen Woche mal die Landtagsabgeordneten hier eingeladen, also die ihren Wahlkreis hier in Cottbus haben. Dieses Phänomen, dass Cottbus gerade bei Flüchtlingen, Flüchtlingsfamilien beliebt ist, führt ja auch dazu, dass wir, ich sage, eine gewisse zusätzliche Belastung hier halten müssen, wo wir nicht die finanziellen Mittel dafür erstattet bekommen. Zeitgleich heute läuft dazu auch eine kleine Anfrage im Landtag, inwieweit die Landesregierung dort gedenkt, auch die Stadt Cottbus dort zu unterstützen. Und ich kann nur sagen, das, was wir als Standard hier haben, ist ein hoher Standard. Der wird uns an anderer Stelle negativ vorgehalten mit überzogenen Sozialstandards, wie das so heißt. Und wir sehen aber, und das war immer die Aufgabe auch gewesen, und das seit Dezember 2014, dass wir im Vorfeld versuchen, Personal einzustellen, geschultes Personal, um genau diesem Anspruch gerecht zu werden, möglichst eine nahtlose, unterbrechungsfreie Betreuung zu gewährleisten für diese Menschen. Und das ist auch, da können Sie gerne mal im Jobcenter nachfragen oder in der Arbeitsagentur, dass Cottbus Spitzenreiter in Land Brandenburg ist mit dem Angebot von Deutschkursen für Flüchtlinge. Ich persönlich gehe davon aus, dass 99% der Flüchtlinge gewillt sind, arbeiten zu wollen. Dafür ist es aber Deutsch notwendig und da kommen wir mit den Kursen wieder nicht hinterher. Ja, es ist auch bemerkenswert, ich habe letzte Woche die Sachsendorfer Grundschule oder vor 14 Tagen die Sachsendorfer Grundschule mit eingeweiht am 15. Februar. Auch dort sind ja viele Flüchtlingskinder untergebracht, wie sich dort auch Lehrerschaft bemüht, die Kinder mitzunehmen. Und auch mit Einzelfallhelfern, mit Gruppenhelfern, alles das, was Stadt irgendwie machen kann, in enger Abstimmung und Koordinierung, machen wir. Auch sind wir bemüht, dass sich eben Flüchtlingskinder zum Beispiel
flächendeckend in den Schulen wiederfinden und nicht sich alles nur auf ein oder zwei Schulen im Stadtgebiet konzentrieren. Also ich glaube, da haben wir sehr viel gemacht. Wir werden weiter diesen Weg gehen. Und ich bleibe dabei, eine Einzeltat kann nicht pauschal dazu führen, dass wir alles jetzt hier in Frage stellen und unsere gute Arbeit jetzt selbst in Misskredit bringen. Das wird es mit mir nicht geben. Ladies first. Hat man aber jetzt so eine kleine Kritik an das Land, an die Landesregierung rausgehört, weil Sie jetzt auch nochmal die Abgeordneten, die in der Stadtverordnetenversammlung gewesen sind, vergangene Woche angesprochen haben? Ja. Fühlen Sie sich schon ein bisschen allein gelassen? Ja, ich kann nur eins sagen, diese Wohnsitzauflage gibt es nicht im Land Brandenburg. Das heißt, jeder, der im sogenannten Rechtskreis des SGB II, sprich, was wir umgangssprachlich unter Hartz IV verstehen, befindet, auch als Flüchtling, kann sich frei in diesem Land bewegen, sprich hinziehen, wo er möchte. Und das führt dazu, dass, und das wissen Sie, dass Hartz IV auch durch Kommune mitfinanziert wird. So, und das führt dazu, dass wir schon einen gewissen Zustrom haben, den wir mitfinanzieren, ohne einen Ausgleich vom Land zu bekommen. Weil die Zuweisung für Flüchtlinge, die werden pauschal erteilt. Und da ist es schon das Phänomen, dass aus einem berühmten Landkreis, den erfolgreichsten hier, die ich in den letzten 24 Monaten kennenlernen musste, Oberhavel, dass dort das Sozialamt Flüchtlingsfamilien am Montag nach Cottbus zu ziehen. Preiswerter Wohnraum, gute Bildung, gute Chancen in Deutschkursen. Und da kriegt man, das verstehen Sie bitte, wenn ich jetzt mal ein bisschen salopp bin, schon mal an der einen oder anderen Stelle mal einen dicken Hals, wozu dann so eine kreisfreie Stadt gut ist bei der Aufnahme, während uns auf anderer Seite deutlich gemacht wird, wir können nicht wirtschaften, wir können nicht mit Geld umgehen und wir würden hier Kassenkredite in Anspruch nehmen in größeren. Und da bin ich dann sehr dünnhäutig an der Stelle, weil wir schon versuchen, das Beste hier einmal für die Cottbusser selbst, aber auch für Flüchtlingsfamilien zu tun. Und ich bleibe da auch, und da bin ich sehr strong. Es ist immer schön, in Berlin oder in Potsdam von Integration zu sprechen. Integration kostet Geld, ist eine Herausforderung für die ganze Gesellschaft. Und die Menschen, da bleibe ich dabei, leben in den Dörfern und in den Städten. Und da muss den Kommunen an erster Stelle erstmal geholfen werden, dass diese Integration erfolgreich verläuft. Insofern können Sie das ruhig so nehmen. Es ist eine Kritik auch an die Landesregierung an der einen oder anderen Stelle.